Ein Haus voller Schätze und Geschichte, vieles entdecken, Gutes erkennen. Wir dürfen Ihnen in dieser Senderubrik interessante Projekte und Ausstellungen des Bautzner Museums vorstellen. Wir wollen heute jetzt und hier über eine Sonderausstellung sprechen, eine bedeutende Kunstausstellung für das Stadtmuseum in Bautzen. Und an meiner Seite ist Dr. Jürgen Vollbrecht, Leiter des Hauses. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich hatte die Möglichkeit, eine Kunstausstellung mit Exponaten aus meiner Heimatstadt Köln nach Bautzen zu holen. Hans Sallentin ist ein bedeutender Nachkriegskünstler, der ist 1925 geboren, ist dann mit 18 noch in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden, kam in russische Kriegsgefangenschaft, musste irgendwo in einer Munitionsfabrik in Sibirien irgendwelche Dinge zusammenbauen. Und kam dann nach dem Krieg zurück nach Düsseldorf, relativ bald schwer verwundet und erkrankt. Er ist ein Leben lang herzkrank geblieben und hat beschlossen, sein Leben der Kunst zu widmen. Und das hat er getan bis zu seinem Tod im Jahr 2009. Nun gab es ja da ganz unterschiedliche Schaffensphasen. Ja, angefangen hat Hans Sallentin, wie viele seiner damaligen rheinischen Kollegen auch, mit sehr abstrakter Malerei, Farbtupfen auf große Flächen, expressiv, aber eben abstrakt in verschiedenen Farben oder auch mal mit irgendwie Zeichen angedeutet. Das war eine Phase, die in den 50er Jahren bis so ungefähr 57 eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dann haben sich eine ganze Reihe von Künstlern, insbesondere in Düsseldorf, dazu verabredet, wie überwinden wir diese abstrakte Malerei, wie kommen wir zurück zu Formen und zu Gegenständlichkeit. Und dann haben die alle ihre eigenen Wege gefunden. Nun sehen wir hier in der Ausstellung eine Menge Collagen, die, ich sag's mal so, zumindest ein kleines bisschen erklärungsbedürftig sind. Genau, ja, Collagen ist ein wichtiges Stichwort. Tatsächlich, Sie fragten ja auch nach den verschiedenen Schaffensphasen von Sallentin, ist es so, dass für ihn gefundene Objekte eine ganz wichtige Rolle spielen. Er hat sich damit auseinandergesetzt, dass wir ja in einer Welt leben, in der wir eigentlich es gewohnt sind, umgeben zu sein von Alltagsgegenständen, die alle in irgendeiner Weise schon von Gestaltern gestaltet sind. Industriedesign ist so ein Stichwort. Und er ist also auf die Pirsch gegangen, auf die Suche. Er war ein Ästhet und ein hervorragender Zeichner. Er ist auf die Pirsch gegangen und hat sich schon fertige Objekte gesucht, die er gefunden hat auf den Überschusshalden von Aluminiumgussproduzenten und anderen zunächst einmal und hat diese Objekte, die er gefunden hat, dann in völlig neue Kontexte gestellt, indem er sie mit anderen Objekten zusammenmontiert hat zu sehr ästhetischen, sehr fremdartig wirkenden, oft sehr technoid wirkenden Objekten. Das war mal eine Phase, mit der er so startete. Er hatte sehr viele solche Objekte gemacht und hat sozusagen eine Welt des Aluminiumzeitalters, wie er es dann auch nannte, nachgebaut. Ein anderer Aspekt war, er hat die Objekte, die er hergestellt hat, gebaut hat, geschaffen hat, letztlich als Künstler ästhetisch hochwertige Objekte, fotografiert aus ungewöhnlichen Winkeln, hat die Fotos weiterverwendet, indem er sie zerschnitten hat und hat mit Fragmenten dieser Fotos Fotomontagen gemacht, die dann, wenn sie fertig waren, wieder fotografiert wurden und zum Beispiel auf großen Leinwänden belichtet wurden. Ganz spannende Phase in den 70er Jahren, da gibt es auch dann Ausstellungen, die heißen Technoide Fiktionen und so. Also es ist eine Welt der 70er Jahre, da kommen alle Techno-Freaks sozusagen auf ihre Kosten, wenn sie die Ausstellung angucken. Und dann hat er das weitergetrieben, er hat Fotomaterial aus technischen Zeitschriften verwendet, er hat aus Bauanleitungen und aus technischen Zeichnungen direkt für irgendwelche elektrischen, elektronischen oder auch mechanischen Gegenstände sich seine Inspirationen geholt, hat sowas weiterentwickelt, verfremdet. Er hat auch surreale Aspekte dann schließlich in seinen Arbeiten drin und diese Arbeiten zeigen wir in großer Vielfalt in der Ausstellung. Am Samstag, den 20. Juni, 15 Uhr, gibt es die feierliche Eröffnung und dann gibt es ein umfangreiches Rahmenbegleitprogramm. Ja, ich denke, dass erstmal der 20. eine spannende Eröffnung wird. Wir haben
mal wieder Jazz im Museum. Den berühmten DDR-Saxophonisten Dietmar Diesner haben wir zu Gast, der in dieser Ausstellung und vor diesen ungewöhnlichen Objekten spielen wird, in einer spannenden Performance, denke ich. Wir sind sehr gespannt. Wird ein schönes Ereignis. Und ich habe versucht, mit einem Kurzfilmabend, in dem wir uns auf diese Kunst der 60er, 70er Jahre auch ein Stück weit einstellen wollen, einen Kontext zu schaffen für die Kunst von Hans Salentin. Denn er kommt ja aus einer Ecke, in der eine Künstlergruppe sich formiert hat in Düsseldorf, die Zero-Gruppe, die im Augenblick in großen Ausstellungen in New York und Berlin und Amsterdam gezeigt wird, die sich mit sehr vielen interessanten Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Wie wirkt Licht? Was sehen wir, wenn wir weiße Flächen anschauen? Nicht diese ganze monochrome Malerei ist in dieser Zeit diskutiert worden und betrieben worden und hat starke Kontroversen ausgelöst. Das können wir uns heute teilweise gar nicht mehr vorstellen. Die Leute sind angefeindet worden. In der DDR gab es das eher gar nicht. Aber auch in Westdeutschland war es ja nicht so, dass alle Hurra geschrien haben. Und es ist sehr interessant, sich so etwas aus einer gewissen Entfernung anzugucken. Das machen wir mit Filmen. Und ich selber will in zwei Museumsgesprächen einfach solche Begriffe wie gefundene Objekte oder Collagen oder technoide Fiktionen einfach aufgreifen und versuchen, anhand dieser tollen Ausstellung einzelnen Aspekten nachzugehen und ein bisschen ein Umfeld zu schaffen für die Ausstellung. Dann bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Übrigens noch mehr Informationen zur Ausstellung und die Termine für die Museumsgespräche und den Kurzfilmabend, die finden Sie im Internet unter www.bautzen.de.